jetzt wird mir sogar Bannen gedroht. Ist ja geil. Hatte ich auch noch nie. Was stellst du denn schon wieder an? Ja, gar nichts. Du kannst es gerne angucken. Das lade ich auf jeden Fall hoch, Alter. Das lade ich auf jeden Fall hoch, das Ganze angucken. Das ist ja fast so wie im Schlaraffenland, Alter. Ich schieß doch einfach nur, Alter. Bist du denn total bescheuert, du Kackvogel hier? Hä? Oh Mann. Ey, das ist echt Zufall. Wenn der mich bannt, dann bitte. Dann habe ich aber... Das ist echt ein guter... Lol. Ich mag das. Das Spiel ist toll. Also jetzt, diese Runde jedenfalls. Ich bin total... Ich bin gar nicht mehr müde, kann man sagen. Ich bin schon total wieder hellwach. Nur weil... Also so gut sind die nicht. Also ich bin auch nicht gut. Ich bin ein Glücksmensch wahrscheinlich. Ey, das geht na... Ja, ist klar. Komm, Franz Meister, wenn der nicht anhat, Junge. Obwohl, was hat... Nee, doch. Nee, eigentlich nicht. So, hast du auch mal probiert, Battlefield 4 zu spielen, oder hast du es gleich aufgegeben? Hab ich gar kein Geld, hab ich nicht so das Geld dazu gehabt, um mir das zu kaufen, um ehrlich zu sein. Da ist mir das Geld ein bisschen zu schade. Und die Leute haben auch gesagt, wie soll es mich sparen, weil ist wohl von der Grafik her toll, aber von dem Rest, von den Servern her lässt er zu wünschen übrig und so. Ja. Dann ist dieses. Das Ding ist jetzt erst verbessert worden, dass der Netcode. Ja, genau, richtig. Der Code. Der Jungle-Code. Und da habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, dann warte ich vielleicht noch mal ein bisschen oder so. Bis es vielleicht besser wird, noch besser wird vielleicht. Nochmal bei dem hat es ja auch gedauert. Ist das soweit einigermaßen spielbar war, glaube ich, denke ich. Ja, aber es ist ja schon ziemlich fertig auf den Markt gekommen. Du meinst also. Battlefield 3? Ja. Jo. Naja, ich weiß nicht. Wenn du das sagst. So, Battlefield 3 ist rausgekommen und man konnte es gleich ohne Probleme spielen, was bei Battlefield 4 ja nicht der Fall war. Kackmuschis, aber ich ziehe zurück und formuliere neu. Ey, jetzt gibt's hier so einen One-Shotter, Alter. Was geht denn ab? Weil das anders nicht kann oder so, hat er an oder so, hä? Ja. Was für ein Kunde, ey. Ja, was für ein Kunde, Junge. Ey, wird mir mit Banden gedroht, Alter. Nur weil ich mal ein paar ineinander gekillt habe, ey. Krass, Alter. Und jetzt geht's, jetzt steht einer da und bürstet einfach nur und killt all, oh ja, logisch, Alter. Ja, cool. Was für ein Lappen. Ja, weg damit. Hol dir das Medikit. Aufhalten, das wird schon. Ist klar. Komm. Ey, was für Muschis. Komm. Ich war so gut. Dann irritiert er mich voll mit dem Bann und so, weißt du? Das nervt dann schon. Weil ich ein bisschen gut bin. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu gut bin. Da haben sie sogar einen, der, wenn der richtig gut bist, so 30 zu 0 oder 30 zu 1, dass er dann
dass du dann sowieso gekickt wirst oder stirbst, weil du zu viele, weil deine KD zu hoch ist. Auf bestimmten Servern kann es gut sein, ja. Das wird scheiße, Alter. Ja, komm. Ich bin ja auch kein Noob, Noob in Battlefield 3. Gewesen, dann hätte ich den nämlich, dann hätte ich nämlich von oben mal schön, aber das kannst du ja auch nicht machen. Cheatst dir ja, weißt du? Cheatst dir. So wie es sich anhört, spielst du Team Deathmatch, oder? Ja. Nozzle Kennet. Ja. Geil. Das ist eigentlich meine Lieblingsmap, kannst du sagen. Ja, das ist stupide, musst du nur deine Runden laufen, wenn gut ist, ne? So, und ansonsten gibt's eigentlich... die Klitscher, ne? Dann gibt es die AEK-Spieler, die UMP-Spieler und oh komm, wir rufen all das ja meistens mal rumge. Und dann, wenn sie nichts mehr können, klitschen sie oder RPGs. Das andere gibt es gar nicht mehr dran. So, ich könnte ja auch mal als Sniper irgendwo. Ich könnte ja mal als Sniper irgendwo hin und mich dann auch irgendwo hinsetzen. Ich habe ja nicht umsonst 72 Service Stars auf meinem Sniper-Gewehr. Aber ich will ja nicht prallen. Also das sind ja noch keine guten Skills. Ich kenne Leute, die haben über 30.000 Kills mit einer M16. Also wenn es schön ist. Ich habe auch schon meine 400 Stunden Battlefield 3 gespielt, ja. Boah, so viele.
viel habe ich noch nicht. Kannst Helikopter fliegen? Ja, schon ziemlich gut. Oh, ich kann das überhaupt nicht. Wird klappen. Ich kann das überhaupt nicht. Habe ich mich jetzt mehr qualifiziert? Oder liegt es an den Energies nicht? Nee, ich, doch nicht. Hätte ja sein können. Manchmal knall ich mich mit Energies oder so Zucker zu mir sich, dass ich total abdrehe und dann geht's ab. Gibt's da drüben auch so das Fernsehprogramm ist dasselbe, oder? Nein. Echt nicht? Fernsehprogramm ist hier der völlige Bullshit. Scheiße, ich dachte es kommt auch RTL und sowas. Nee. Aber es wäre geil, oder? Nee. Wie nee? Also RTL kannst du ja auch in der Pfeife rauchen. Oh. Wieso? Mit Hartz IV, Alter, ist doch geil. Scheiße. 78, 26, komm. Das geht noch besser. Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Wenn die ja wenigstens reviven würden. Tut ja keiner. Du spielst Team Deathmatch, da revivet nie jemand. Was für Spacken, ey. Ist die Runde gleich vorbei, ey. Doch, ich revive immer, weil es Punkte macht. Ist ja logisch. Ja, danach sterben sie gleich wieder, müssen länger respawnen. Das war gut. Das lade ich hoch, Alter. Das ist ja geil.